letzten 15 bis 20 Jahren wurden ungefähr 26.000 Windenergieanlagen in Deutschland aufgebaut. Wir sehen halt in der Zukunft einen deutlich größeren Bestand an Altanlagen, der entweder seine technische Lebenszeit erreicht, nach Ablauf von zum Beispiel 20 Jahren, oder die wirtschaftliche Lebenszeit, das heißt abgebaut wird, weil an dem gleichen Standort Neuanlagen errichtet werden. Es gibt einfach noch kein standardisiertes Verfahren, wie man die Windenergieanlage kostenoptimal abbauen kann. Die Anlagen werden immer komplexer, immer höher, immer schwerer. Die Flügel werden immer länger. Eine Hauptproblematik ist meines Erachtens die Entsorgung der GFK- und der CFK-Bauteile, die in Zukunft noch zu regeln und zu organisieren ist. Ja, wichtig ist es, alle Interessensgruppen zusammen an einen Tisch zu bringen und mit ihnen zusammen zu diskutieren, was die Problematiken des Rückbaus sind. Also meine Erwartungshaltung ist auf jeden Fall, zu lernen direkt von Marktteilnehmern, die wirklich dieses Geschäft als Tagesgeschäft auch betreiben, also wirklich sich um Abbruch, Rückbau und auch logistische Dinge, sich mit diesen Dingen beschäftigen. Vielleicht auch schon bei der Produktion von den neuen Windkraftanlagen da Kompetenzen von der Recyclingbranche mit einfließen zu lassen. Eine weitere Schwierigkeit ist es, die großen Bauteile der Windenergieanlagen von A nach B zu transportieren. Darüber hinaus die Fragestellung, welche Bauteile verkaufe ich oder welche Bauteile recycle ich. Das große Ziel des Forschungsprojektes ist es, das ideale Demontagenetzwerk für Windenergieanlagen zu entwickeln.